Herzlich willkommen zurück zum Videolernzyklus Einführung in die Logik. Wir beschäftigen uns in diesem Video mit der Prädikatenlogik. Was solltest du dafür schon wissen? Zuallererst, was wir brauchen, ist der Begriff der Alphabete und Wörter, die wir in den letzten Videos schon kennengelernt haben. Was unser Ziel für heute ist, ist, wir wollen erstmal verstehen, was eine prädikatenlogische Formel überhaupt ist. Dann wollen wir lernen, was Sprachen und Strukturen sind, und wir wollen zum Beispiel Terme und Formeln auch definieren können in der Prädikatenlogik. Also legen wir gleich los. Erinnern wir uns mal dran, was haben wir im Einführungsvideo gesehen über die Prädikatenlogik, was sind Beispiele. Also wir können zum Beispiel hinschreiben Formeln mit natürlichen Zahlen. Für alle n existiert in m, sodass n plus m größer als n ist, oder auch einfach n plus 1 ist ungleich n. Dann kann man sich zum Beispiel Formeln mit reellen Zahlen vorstellen, wie für alle x gibt es ein y, sodass y Quadrat gleich x ist. Wir können uns sogar Formeln mit Mengen anschauen, a Element x oder x ist eine Teilmenge von y, genau dann, wenn für alle a, a ist ein Element von x, impliziert a ist ein Element von y. Es gibt noch viel mehr Beispiele, also alles das wären Formeln in der Prädikatenlogik. Unser Ziel ist, wir wollen eine einheitliche Definition finden. Ja, also wie kann man alle diese verschiedenen Formeln in einer Definition zusammenfassen und Formeln in der Prädikatenlogik definieren? Bevor wir das machen können, müssen wir uns erstmal über die Sprachen klar werden. Also das heißt, was sind die Symbole, die wir benutzen dürfen in unseren Formeln? Formal definiert ist das wie folgt. Also eine Sprache L besteht aus drei Teilen. Das sind C, ein F und ein R. C ist eine Menge von Konstantenzeichen. F ist eine Menge von Funktionszeichen. Und R ist eine Menge von Relationszeichen. Hierbei haben Funktionszeichen und Relationszeichen jeweils eine Stelligkeit. Irgendwie ein N aus den natürlichen Zahlen. Zum Beispiel die Funktion Plus. Die Stelligkeit 2, weil wir immer zwei Elemente, zum Beispiel 1 und 2, da reinpacken. 1 plus 2 ist dann gleich 3. So was wollen wir damit ausdrücken können. Eine Relation ist zum Beispiel die kleine Relation. Die hat auch die Stelligkeit 2, weil wir sagen, 1 ist kleiner als 2. Also auch zwei Elemente, die man da vergleichen möchte. Was sind Beispiele für Sprachen? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ein klassisches Beispiel sind die natürlichen Zahlen. Eine Sprache für die natürlichen Zahlen sieht wie folgt aus. Wir haben ein Konstantenzeichen, das ist die 0. Wir haben drei Funktionszeichen, S, Plus und Mal. Und wir haben ein Relationszeichen, das ist das kleine. S ist hierbei ein Zeichen für die Nachfolgerfunktion. Also es ist so gemeint, dass S von n immer der Nachfolger n plus 1 ist. Die anderen Zeichen Plus, Mal, Kleiner und 0 sind so, wie man sie normalerweise kennt. Was ich hier dazu sagen sollte, ich meine, warum schreibe ich das in grün und nicht normal in meinetwegen blau? Grün ist hier in diesem Video unsere Farbe für Symbole. Das heißt, hier zum Beispiel die 0 ist einfach das Symbol für die 0. Ich könnte da auch ein Herzchen hinmalen, dann ist halt das Symbol Herzchen. Und in einem späteren Schritt interpretieren wir das dann mit der 0. Ja, also auch hier wieder, ähnlich wie in der Aussagenlogik schon, eine ganz klare Unterscheidung zwischen der Syntax, also der Formeln, ja, wie man sozusagen das in Zeichen hinschreibt, und der Semantik, also der Bedeutung der Formeln. Wir können uns auch eine andere Sprache für die natürlichen Zahlen anschauen. Da ist ja nicht gesagt, dass wir das genauso machen müssen. Wir können zum Beispiel auch die 0 und die 1 als Konstantenzeichen hinzufügen und dann Plus und Mal und Kleiner. Hier brauchen wir das S nicht unbedingt als Funktionszeichen. Wenn wir die 1 als Konstanten haben, können wir auch später sozusagen einfach die Funktion definieren, indem wir einfach n plus 1 rechnen. Ja, also da hat man eine gewisse Freiheit. Wir können auch die Sprache der reellen Zahlen ausdrücken. Ich meine, ein Beispiel ist das folgende. Wir können 0 und 1 nehmen als Konstantenzeichen, dann Plus, Minus, Mal, geteilt, Exponentiation als Funktionszeichen und Kleiner als Relationszeichen. Aber man kann sich da auch wieder ganz viele andere Sachen vorstellen. Ne? Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass es genau immer so aussehen muss. Wir haben auch für Mengen eine passende Sprache, die Sprache der Mengenlehre. Die sieht besonders einfach aus. Also wir haben gar keine Konstantenzeichen, wir haben gar keine Funktionszeichen, wir haben nur ein einziges Relationszeichen, das ist das Elementzeichen. Wenn man möchte, kann man auch die leere Menge zum Beispiel als Konstantenzeichen mit hinzunehmen. Ist ja nicht verboten. Aber wir brauchen sie nicht unbedingt, weil wir können auch einfach die leere Menge quasi später definieren als die Menge aller x, sodass x ungleich x ist. Ja, da gibt es auf jeden Fall gar keins, das heißt, da ist nichts drin. Das ist dann auch die leere Menge. Und so hat man dann ein bisschen Freiraum, das so zu definieren, wie es für die konkrete Situation gerade am passendsten ist. Das war, wie gesagt, jetzt immer noch die Syntax. Jetzt kommt die passende Semantik direkt dazu. Das sind die sogenannten Strukturen. Also eine L-Struktur A, das ist sozusagen das Fraktur A, dieses Zeichen hier oben. Das besteht aus vier Teilen. Also wir haben ein A und dann C, F und R jeweils für eine Sprache L, C, F, R.
Das A ist eine lichtleere Menge, das ist, nennen wir das Universum. Das heißt, das ist sozusagen die Welt, in der diese Struktur lebt. Dann haben wir diese Menge CA, besteht aus Konstanten. Und diese sind so, dass wir für jedes Konstantenzeichen C aus C hier vorne eine Interpretation haben, CA. Und das ist einfach ein Element unseres Universums. Ja, zum Beispiel für die 0 haben wir die Interpretation der 0. Das ist die 0, die wir aus den natürlichen Zahlen kennen. Das ist ein Element der natürlichen Zahlen. So ist das hier zu verstehen. Und ähnlich haben wir das für die Funktionen. Also diese Menge FA besteht einfach aus n-stelligen Funktionen. FA von n-Tupeln des Universums in das Universum für jedes n-stellige Funktionszeichen. Und ähnlich wie die Relationen, also die Menge RA besteht aus m-stelligen Relationen. Sagen wir PA, Teilmenge von A hoch M, für jedes m-stellige Relationszeichen P aus R. Also genauso wie vorher auch, wir haben die Zeichen, zum Beispiel für Plus und Kleiner, und in der Struktur haben wir dann die Interpretation. Schauen wir uns das in den Beispielen auch nochmal an. Also wir haben die Struktur der natürlichen Zahlen, da haben wir die Menge der natürlichen Zahlen als Universum, und wir haben jetzt hier in blau die Interpretation von der 0 und die Interpretation von S, Plus und Mal und von Kleiner. Also das sind einfach die Funktionen und Relationen, wie wir sie kennen. Genauso für die andere Struktur oder die andere Sprache der natürlichen Zahlen haben wir auch hier das gleiche Universum, wieder die Menge der natürlichen Zahlen, und wir haben als Interpretation diesmal die 0 und die 1, Plus und Mal und das normale Kleiner. Bei den reellen Zahlen können wir das genauso machen. Also die Struktur der reellen Zahlen hat als Universum die Menge der reellen Zahlen, wie wir sie kennen, und dann als Interpretation von Konstantenzeichen, Funktionszeichen und Relationszeichen genau die Konstanten, Funktionen und Relationen, wie wir sie aus den reellen Zahlen kennen. Also hier 0 und 1, Plus, Minus, Mal, geteilt und Exponentiation und das Kleine. Und zu guter Letzt auch die Struktur der Mengenlehre. Also hier haben wir ein Universum, wir nennen das einfach V. Das ist das sogenannte Mengenuniversum. Das heißt, alle Elemente von V sind Mengen und gleichzeitig sind auch alle Mengen Element von V. Das heißt, das sind einfach alle Mengen, die wir haben, in ein Objekt zusammengefasst. Das ist dieses V. Funktionen und Konstanten haben wir gar nicht. Ja, wir hatten auch keine Konstantenzeichen und Funktionszeichen. Und wir haben nur das eine Relationszeichen gehabt. Und das interpretieren wir mit dem normalen Elementsymbol, wie wir das auch kennen. Also A ist ein Element von X oder 1 ist ein Element der natürlichen Zahlen und so weiter und so fort. Okay, und jetzt, wo wir das haben, können wir Terme definieren. Also Terme sind später unsere Bausteine für Formeln. Wie sieht das aus? Also wir schreiben für die Menge der Variablen wieder bar. Und jetzt schreibe ich hier einfach mal, um das ein bisschen von der Aussagenlogik zu unterscheiden, Kleinbuchstaben für die Variable. Also wir haben V0, V1 und so weiter. Und dann sagen wir, ein L-Term ist ein Wort, also eine Zeichenkette, sodass die Menge der L-Terme die kleinste Menge T ist, mit den folgenden Eigenschaften. Erstmal, jede Variable ist ein Term, also V0, V1 und so weiter sind alles Elemente von T. Dann für jedes C aus den Konstantenzeichen ist C ein Element aus T, das heißt, jedes Konstantenzeichen aus unserer Sprache ist ein Term. Hier ist auch ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle tatsächlich auch von dieser gegebenen Sprache aus arbeiten. Also wir sagen L-Term, weil der Term hängt auch von der Sprache ab. Und hier sieht man das ganz gut, weil wir müssen ja wissen, was die Konstantenzeichen unserer Sprache sind, und diese hier werden dann automatisch auch Terme. Zum Beispiel in der Sprache der natürlichen Zahlen, die wir vorhin gesehen haben, da war die 0 ein Konstantenzeichen. Und somit ist auch die 0 einfach ein Term. Gut, das ist noch nicht sonderlich spannend, weil da kann man noch nicht viel mitmachen. Die dritte Eigenschaft ist die, in der wir die Dinge auch kombinieren dürfen, und zwar mit Hilfe von Funktionszeichen. Also wenn f ein n-stelliges Funktionszeichen aus unserer Sprache ist und t1 bis tn sind Terme, dann ist auch f t1 bis tn ein Term. Nochmal ein paar Beispiele in der Sprache der natürlichen Zahlen. Wir können zum Beispiel Folgendes bilden. Wir können einfach sagen plus s0 ss0. Also man sieht hier vorne das ganz gut. Ich meine, so ist es halt hier vorgegeben. Das Funktionszeichen kommt zuerst und dann kommen die anderen Terme. Genauso hier vorne auch plus 0 V3. Ja, also V3 und 0 sind jeweils Terme, weil V3 ist eine Variable, 0 war ein Konstantenzeichen. Plus V ein Funktionszeichen, deswegen können wir das einfach davor schreiben und bekommen dann insgesamt wieder einen Term. Das kann man nicht so gut lesen, deswegen schreiben wir zur besseren Lesbarkeit das einfach so, wie wir das gewohnt sind. Also für die klassischen Funktionszeichen wie plus oder mal schreiben wir die in die Mitte, und wir schreiben auch anstatt S0 einfach S von 0. Also S von 0 plus S von 0 in der ersten Zeile, und unten anstatt plus 0 V3 können wir auch schreiben 0 plus V3. Ja, das ist einfach unsere Konvention zur Lesbarkeit. Aber die formale Definition gibt uns genau das, was auf der linken Seite steht.
Jetzt, wo wir Terme kennen, können wir Formeln definieren. Die sind nämlich aus Termen aufgebaut. Auch hier hängt das wieder von der konkreten Sprache ab. Also eine L-Formel ist ein Wort, eine Zeichenkette, so ist die Menge der L-Formel die kleinste Menge F ist mit folgenden Eigenschaften. Zuerst, was können wir machen, wenn wir zwei Terme haben? Wir können uns fragen, ob die gleich sind. Also wenn T1 und T2 Terme sind, dann ist T1 gleich T2 eine Formel. Also Formeln sind immer was, das ist am Ende entweder wahr oder falsch. Terme können richtig Werte haben. Also T1 ist zum Beispiel 1 plus 5 oder sowas, wenn wir das als konstanten Zeichen zulassen. Das ist dann 6, das hat einen Wert. Aber die Formel T1 gleich T2 ist dann zum Beispiel 5 gleich 6 und das ist dann wahr oder falsch. Das ist der Unterschied zwischen Termen und Formeln. Deswegen haben wir bisher die Relationszeichen noch nicht benutzt, denn die kommen jetzt. Also wenn T1 bis Tm Terme sind und P ist ein n-stelliges Relationszeichen, dann ist P T1 bis Tn eine Formel. Zum Beispiel, wir hatten das vorher mit kleiner. Wenn wir uns fragen, 1 kleiner 2, das ist eine Formel und kein Term. Ja? Also da ist genau der Unterschied. Dann, das kennen wir ein bisschen auch schon aus der Aussagenlogik, wenn 4 eine Formel ist, dann ist auch nicht 4 eine Formel, also wir können immer negieren. Und wenn Psi1 und Psi2 Formeln sind, dann ist auch Psi1 und Psi2, wieder mit Klammern, ganz wichtig, eine Formel. Der letzte Schritt ist wieder ein bisschen anders als in der Aussagenlogik, denn jetzt macht es plötzlich auch Sinn, über Quantoren zu sprechen. Also wenn Psi eine Formel ist und V eine Variable, dann ist auch, es gibt ein V Psi eine Formel. Also in diesem Fall können wir sogar quantifizieren. Okay, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wir betrachten wieder die Sprache der natürlichen Zahlen mit 0, S plus und mal und kleiner. Dann können wir Folgendes hinschreiben, zum Beispiel kleiner 0 S 0 oder nicht 0 gleich S von 0 oder es gibt ein V 0, es gibt ein V 1 kleiner V0, V1. Das sind alles Formeln, so wie sie definiert sind. Das ist natürlich wieder nicht besonders gut lesbar. Das heißt, zur besseren Lesbarkeit schreiben wir das wie folgt. Wir können zum Beispiel schreiben 0 kleiner S von 0 oder wir sagen 0 ist ungleich S von 0 oder es gibt ein V0 und es gibt ein V1, sodass V0 kleiner als V1 ist. Nochmal zur Erinnerung, an dieser Stelle sprechen wir von syntaktischen Formeln, das heißt, das sind Zeichenketten bzw. Wörter ohne Bedeutung. Ja, also die Bedeutung, darüber sprechen wir erst im nächsten Video. Hier zur Erinnerung nochmal das grüne Schriftbild heißt, dass wir tatsächlich einfach von Zeichen sprechen. Ja, also ich könnte auch anstatt kleiner irgendwie, weiß ich nicht, Karo schreiben oder statt 0 schreibe ich Herzchen und das Ganze wäre dann immer noch eine definierte Formel, wenn unsere Sprache das hergibt. Die Interpretation später legt erst wirklich fest, was wir damit meinen. Ich habe mir das jetzt hier gespart, einfach deshalb, weil ich glaube, dass es zum Verständnis besser ist, wenn wir die Symbole benutzen, die wir auch später für die Interpretation benutzen wollen, damit wir da nicht verwirrt werden. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Schreibweisen, weil wir haben ja zum Beispiel noch gar nicht über den Alquantor gesprochen. Das sieht wie folgt aus. Wir schreiben Psi1 oder Psi2 für nicht Psi1 und nicht Psi2. Dass das Ganze Sinn macht, haben wir in den aussagenlogischen Videos schon gelernt mit den demorganischen Regeln. Also wer sich da nicht dran erinnert, vielleicht einfach nochmal nachschauen. Das ist genau das, was später in der Interpretation das Oder bedeuten soll. Aber hier an dieser Stelle reden wir eh noch über Formel und Syntax. Da können wir das sowieso so hinschreiben, wie wir das gerne möchten. Da ist das auch egal. Dann die Implikation. Psi1 impliziert Psi2 schreiben wir für nicht Psi1 oder Psi2. Und genau dann, wenn, also Psi1, genau dann, wenn Psi2 steht für Psi1, impliziert Psi2 und Psi2 impliziert Psi1. Das kennen wir auch aus der Aussagenlogik schon so ähnlich. Ein bisschen was anderes hier für den Alquantor. Also wir schreiben für alle x Psi, genau dann, wenn nicht existiert ein x nicht Psi. Kann man sich auch kurz überlegen. Ich meine, ich greife jetzt einfach mal vorweg, wenn wir das später interpretieren wollen. Warum macht das so Sinn? Also was heißt das, dass irgendwas für alle x gilt? Das heißt, es gibt kein x, für das es nicht gilt. Deswegen die Schreibweise auch so ganz logisch. Und damit wir nicht immer so viele Klammern haben, vereinbaren wir einfach, wenn wir so eine Konjunktion haben, der Länge n, dann können wir da auch die Klammern weglassen. Und bei einer Disjunktion auch, also sowohl für und als auch für oder, wie man das da vorne sehen kann. Fassen wir nochmal zusammen, was haben wir mit diesem Video gelernt? Wir haben uns angeschaut Sprachen und Strukturen. Ja, also Sprachen sind da die Syntax, Strukturen sind die Semantik schon, die Bedeutung. Und wir haben uns die Definition von prädikatischen, logischen Formeln angeschaut, syntaktisch als Zeichenketten. Also da haben wir noch nicht über Interpretation gesprochen. Das kommt dann im nächsten Video. Da reden wir über Bedeutung, Interpretation, Gültigkeit
wie man auch das gerne formulieren mag, von Prädikaten und logischen Formeln. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Video.